Ja, Herr Rückens, was ist hier heute Abend passiert? Um 17.06 Uhr ging bei der Polizei die Mitteilung ein, dass es hier auf der Krefelder Straße 60 zu einer Explosion in einer Wohnung gekommen ist. In der Küche gab es hier im ersten Obergeschoss eine Explosion, ausgehend von einem Herd. Die Druckwelle, die dadurch entstanden ist, ist so groß gewesen, dass das Fenster nach hinten rausgeflogen ist und innen auch die Wohnung erheblich beschädigt ist. Ein kleines Kind, 17 Monate alt, zog sich schwere Verletzungen zu und wird im Moment nach notärztlicher Versorgung gleich mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik verbracht werden. Die Kriminalpolizei ist hier vor Ort, um weitere Ermittlungen zur Brandursache bzw. Explosionsursache zu tätigen. Kann man was zu den Verletzungen des Kindes sagen, Verbrennungen oder sowas? Ich kann jetzt keine Details zu den Verletzungen geben. Die Verletzungen sind jedenfalls so schwer, dass ein Rettungshubschrauber angefordert worden ist, um das Kind in eine Spezialklinik zu bringen. Abschließende Frage, kann man was zur Herkunft der Familie sagen? Es handelt sich um eine, nach meinem jetzigen Kenntnisstand, junge syrische Familie mit zwei kleinen Kindern, ein 17 Monate altes Kind und ein 2,5-jähriges Kind. Die anderen Personen sind nicht verletzt worden. Super, danke schön. Ja, ich denke, hier ist mal wieder die Verwaltung.